Herzlich willkommen und ich wünsche euch einen schönen guten Tag hier wie immer bei Anno 2205. Und oh weh, oh graus, was ist denn mit unserer Stadt passiert? Ja, ich habe in so einem kleinen Anfall von Wut habe ich einfach die ganze Stadt hier auseinandergerissen, habe alle Gebäude kaputt gemacht, bin hier durchgestampft durch die Stadt, habe alles kurz und klein geschlagen und habe gesagt, so eine Scheiße, das könnt ihr doch nicht machen. Und nun ist sie ein bisschen kleiner. Nein, wer ein bisschen auf die Karte geguckt hat, auf die Minimap, der wird sehen, dass ich die ganze Stadt mal ein bisschen nach hier oben verlegt habe. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich doch irgendwie auf dieser Insel hier oben gerne, ne, hier oben so ein bisschen die Stadt aufbauen möchte. Und unten und die anderen Inseln eher für Produktion verwenden will. Gut, ist natürlich alles gar kein Problem. Weil, ne, ist ja alles schnell gemacht. Womit machen wir heute weiter? Wir machen heute damit weiter, dass wir ja Luxuskost produzieren sollen. Ne? Das steht hier oben ja auch schön drin. Ne? Unsere 5000 Manager haben wir schon. Also sollen wir jetzt Luxuskost produzieren, weil die Herrschaften wollen ja auch was essen. Und da reicht ja auch nicht einfaches Essen, sondern es muss Luxus sein. Gut, dann werden wir mal ein bisschen aufbauen. Und zwar Manager. Luxuskost wäre zum Beispiel... Achso, Luxuskost braucht Rindfleisch und Wein. Damit wir Rindfleisch herstellen können, brauchen wir Sojabohnen. Danach müssen wir eine Rinderfarm bauen. Ist ja alles schön klein. Wenn ich das hier hingestellt habe, ne, dann ist das voll. Dann ist das voll. Ich schlag mal Folgendes vor. Unser Katamaran, der kommt mal jetzt nach hier. Volle Kraft voraus. Und wir nehmen uns mal diese Insel hier ein. Und werden auf der Insel dann mal Sojabohnen und Rindfleisch anbauen. Das wäre ja vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir das machen. Ja, unsere Grafen sind auch schon wieder voll. Ja, Grafen und Iridium haben wir jetzt nun einiges. Sollte sich dadurch aber nicht täuschen lassen. Ich habe so das Gefühl, dass das auch ganz schnell wieder weg sein könnte. So, Gebiet beansprucht. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Ja, das gefällt mir sehr gut. Oh, sammeln wir uns mal die Polymere ein, die nichts bringen. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir bauen hier mal eine Sojafarm. Also erstmal haben wir hier ja einen Küstenbauplatz. Da geht jetzt mal die Straße so rüber. Wobei ist die Frage, ob die Straße da unbedingt so rangehen muss. Soja, 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 Soja. Ich weiß nicht genau, wie... Also erstmal stellen wir dich da hin. Dann Sojafarm. Produktionslimit, Graf. Okay. Du lässt dich also so maximal schon mit 4 Stück verwalten. Hast natürlich noch keine Straße, das ist richtig. Dann können wir die Versorgung mit Arbeitskräften. Akkumulatoren, die kosten ja Iridium. Da werden wir jetzt mal hier 2 ransetzen. Wie viele von denen kann ich denn insgesamt bauen? 5 Stück. 3, 4, 5. Ach so. Die kann ich unbegrenzt, aber von denen kann ich insgesamt nur 5 Stück. Die bringen mir minus 50% Energieverbrauch. Du würdest normal verbrauchen
Ach, sagst du mir so nicht. Und da ist kostenlos 50%. Ja, gut, dann ist das halt so. Du kommst jetzt nach. So stellen wir dich da jetzt hin. Dann bekommst du einmal eine Straße. Das war jetzt nicht unbedingt sehr gut überlegt. Ich muss ja erstmal doch die Straße von hier wegbauen. Nein, nicht das einzelne Modul, bitte das ganze Modul. Kann ich da jetzt noch unten eine Straße ransetzen? Ja. So, du produzierst 19. Kostest uns 900. Kredit. Wartung 300. Moduleffekte plus 200%. 900 kostet uns das Ding. Verbraucht 75 Energie. Würde ja theoretisch sogar noch mehr verbrauchen. Und wir sind schon bei 50%. Weniger, okay. Heftig, Wartung. Heftig. Energiemangel. Ja, ja, ich weiß, dass wir einen Energiemangel haben. Deswegen werden wir hier mal kurz den hier nochmal ausbauen. Jetzt haben wir wieder 575 Energie. Der uns aber auch mal eben locker 1440 kostet. Wir können ihn auf die Hälfte runterbringen, was ich sogar als sehr... Das ist Qualität, wie du siehst. Befürworten würde, wenn wir das mal machen. Das ist natürlich die Frage, ob ich die nicht vielleicht sogar alle lieber auf die Seite hier setze. Jetzt werden wir den einen wieder abgerissen. So, mehr können wir nicht. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass wir von dem 5 und von dem 5 bauen können. Dass das, ja, praktischerweise dann so gehandhabt wird, dass man sagt, man kann alle Module bauen und diese Farm natürlich dann hocheffizient machen. Aber ist es dann ja wirklich so, dass man sich auf einen gewissen Bereich doch spezialisieren muss. Heißt, entweder stellt man sich oder sagt, okay, die Gebäude sollen alle wenig kosten. Die Gebäude sollen alle weniger Arbeitskräfte brauchen. Oder die Gebäude sollen, denn wenn bei Bedarf, zum Beispiel auch weniger Logistikwartung abbauen. Das ist jetzt natürlich, ne, Energiewartung minus 10%, Arbeiterwartung minus 20%, es sind nur 60 Arbeitskräfte. So, der hat 75, das ist alles nicht so die Welt, was die Arbeitskräfte angeht. Gib mir einen Statusbericht. Ich kann noch 8, noch 4 Biopolymer-Teile da hinten machen, das ist ja abartig. Aber gut. So, jetzt haben wir eine Soja-Produktion, ne? Die haben wir hier oben. Ist die Frage, bauen wir da jetzt noch eine zweite? Nein, wir bauen jetzt eine Rindfleischfarm. Nein, ich wollte Punkt drücken. Ich wollte das Ding ein bisschen drehen. Weil das wahrscheinlich so am besten ist. Die sind groß, die Farmen. Die sind echt riesig, die Farmen, ne? Hoffentlich läuft mit dem Auftrag alles glatt. Ja, mit dem Auftrag läuft alles bestens. Ich sitze schon fast daran, den Auftrag fertig zu machen. Nein, ihr könnt weg. Wir kommen da hin. So, du. 1800. Energiewartung. Tonstock.
oder Logistikwartung. Hier kann ich also... Ey, ich verbrauche echt viel Energie und Warnung. Viel Geld. Energieknappheit. Ja, ich merke das. Ich habe gerade vorhin erst abgedatet und wir haben jetzt schon wieder Energieknappheit. Das ist... Muss ich ja sagen. Wir können hier also die Energiewartung runtersetzen. Braucht jeweils 20 Iridium. Ich sage dir, das ist alles nicht viel, was wir hier haben. Ach, guck mal, und hier wird uns sogar angezeigt, wie viele... Ja, verbesserte... Also entweder wie viel wir bauen können oder wie viel wir haben. So, wir haben... Guck mal, die brauchen auch schon 200 Mitarbeiter. Ist also doch auch nochmal eine ganze Ecke anders. Die 150, die anderen haben ja immer sehr wenig verbraucht, die kleinen Gebäude. Also wir werden unsere Stadt wahrscheinlich sogar irgendwann nochmal richtig extrem weiter ausbauen müssen. Könnte ich mir vorstellen. Ich würde in dem Fall aber gerne... Ich glaube, ich gehe... Ziehe ich auch auf Mitarbeiter oder gehe ich auf Energie? Energie ist ja so, dass man die immer nicht teuer produzieren muss. Bin natürlich 200 Mitarbeiter, aber die Kosten, die sind echt heftig. Aber gut, kann man jetzt nichts gegen machen. So, ich produziere minus 8 Soja, weil ich 28 verbrauche, weil der 28 hier steht. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Das heißt, ich bräuchte zum Beispiel noch so eine. Kann ich die? Ich kann die noch mit der Pipette übertragen. Ja, kann ich zwar. Bringt mir aber nicht viel. Oh, oh, oh. So, Energiekosten würde das Ding globalerweise wie viel verbrauchen? Nur 50. Jetzt ist es nur 75. Wir machen mal... Alles installiert. Probier es aus. Zweimal Energie. Minus 20% Facharbeiter. Du brauchst wie viel Logistik? 4, danach würdest du noch 2 brauchen. Machen wir das mal so. Jetzt muss da nochmal eine Straße ran. Die kommt da gleich so hin. Plus 12, das ist gut. Hast du auch wieder genug? Du kannst einen Tick weiter nach hier rutschen. So, was man hier dann reinbaut, das muss man sich nochmal überlegen. Man könnte sich natürlich hinstellen und sagen, okay, man macht hier auch so ein kleines Dorf für nahegelegene Arbeitskräfte. Dass man zum Beispiel, wenn man hier keine Fabrik mehr vernünftig reinkriegt, sagt, oh, man zieht hier jetzt so die Straße rum. Oder kann man hier noch ein paar Leute reinstellen. Das sind dann so kleine Dörfer, wo Menschen drinnen wohnen und es sind halt die Arbeiter, die armen Schweine im Endeffekt. Wenn ich jetzt aber noch eine bauen will, dann... Aber das ist nicht hin, da müsste ich noch so, doch wieder so eine haben. Könnte ich zwei theoretisch hier hinstellen, aber das wird dann mit dem Platz nicht ganz hinhauen. Ich die flacher baue, da noch einen hin, da und die umdrehe.
wir, glaube ich, platzmäßig. Haut das nicht hin, oder? Würde sich keinen Unterschied machen. Auch hier könnte man natürlich noch mal ein paar Wohnhäuser hinbauen. Aber das können wir alles später irgendwann noch mal machen. Ich produziere jetzt 28 Rindfleisch. Ja. Ja, Luxuskost ist klar. Haben wir natürlich zu wenig. 28 Rindfleisch. Wenn sie unsere Stadt erhöhen, dann werden wir auch wesentlich mehr Rindfleischproduktion brauchen. Also würde ich einfach mal behaupten, dass wir hier nochmal so eine Sojaproduktion anstreben. Kann ja nicht schaden. So, die könnte... Könnte dann da bleiben. Hier hinten kriege ich platzmäßig auch nichts mehr Vernünftiges hin. Hier kann dann noch ein Bauplatz hin. Hm, jetzt müsste ich aber nochmal ein... zweite Schweinefarm bauen. Wisst ihr was? Wir bauen einfach eine zweite Schweinefarm. Es ist jetzt auch sowas von egal. Weil ganz ehrlich, die braucht 200 Leute. Was wollen wir machen? Einfach nur, weil wir es können. Noch einige Informationen für Sie. Dass sich das gerade so schön abbietet. 100 und 330. Heftig. 330, aber... Gut, so ist das nun mal mit der ganzen... Achso, die kann ich so nicht abreißen. Dann haben wir da so eine komische Kreuzung. Das ist dann halt so. Ja, du hast keine Energie. Du bekommst erstmal 3 Energie. Nein! Energieknappheit. Ich hab kein Iridium mehr. Das ist heftig. Wir haben jetzt schon das Iridium weggekloppt, was wir uns da aus der Mission geholt haben. Also wir müssen öfters mal eine solche Mission machen. Gut, den kann ich nicht mehr updaten. Ich glaube, noch so einen habe ich nicht, weil ich hier überall Wasser rauskrame. Wobei, wir können mal Folgendes machen. Ich hätte dich gerne weg. Du bist ja eine Wasserversorgungsanlage. Und das ist sicherlich nicht so verkehrt, wenn eine Wasserversorgungsanlage sich dahin stellt. Jetzt ist natürlich Folgendes, da ich ja jetzt weiß, dass ich hier sowieso nicht so viele davon aufbauen kann. Also maximal jetzt noch, ja, 2 verschiedene. 28 Logistik. Okay, hier können wir die Logistik zum Beispiel mal runterdrehen. Position. I'll get you moving in a minute. BAW 7.
Heavy, you are fearful upon me.